Meinsen, zu einer neuen Folge von Hyperlight Drifter. Ich bin Chico, ja, euer zukünftiger Kommentator in den großen YouTube-Reihen. Hust. Nein. Wir hatten ja das letzte Mal gegen den schönen Boss gekämpft, der uns ein bisschen zu schwer, also der mir ein bisschen zu schwer fiel. Oh, guck mal, jetzt noch Heilung. Deswegen. Ich will erstmal. Bevor wir den machen, würde ich erstmal die beiden Dinger hier holen. Gibt es hier noch irgendwo eins? Nee, ne? Nee, nur die beiden. Da holen wir uns erstmal die beiden Dinger hier ab. Ich finde es schön, dass die so gekennzeichnet wurden, dass man die richtig schön abfarmen kann, sage ich jetzt mal. Und es kann sein, dass die Folge heute ein bisschen spät kommt. Oder heute ein bisschen spät gekommen ist, weil ich eben halt früh einen Zahnarzttermin habe und, naja, ich weiß nicht, ob ich zum Rendern komme. Wir haben es jetzt sozusagen gestern Abend für euch. Und die Musik scheint mir gerade ganz schön laut zu sein. Oh, guck mal, die Hündchen leben wieder. Ist das Spiel vielleicht ein bisschen laut? Nee, die Musik ist bloß gerade so arschlaut. Okay. Hä, ich habe euch doch getötet. So. Ah, stimmt. Da oben sind wir ja noch nicht lang gekommen. Kommt man vielleicht von da oben irgendwie dahin? Weil da unten liegt nämlich Heilung. Test muss. Ah, von hier aus. Okay. Oh Gott. Erstmal heilen. Komm jetzt doch mal her. Danke. Hör doch mal auf mit Schießen. Ganze Heilung wieder verbraucht hier. Nur wegen dem Bind. Vollidioten. Ich bin gerade auch nicht so richtig wach. Also darum tut es mir leid, falls ich irgendwie mies spiele. Okay. Die sammeln wir noch ein. Ja, wir haben wieder Neues zusammengekriegt. Wir können bald mal unsere Strategie ein bisschen verändern. Ach, die haben das wieder rückgängig gemacht. Oh. Geh weg, Hund. So, und die Gegner auszuweichen ist relativ einfach. Nicht unbedingt, wenn dann auf immer noch einer ankommt von unten. So. Irgendwo müssen wir jetzt hier ein Feld freigespielt haben. Ach komm. Komm, jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal machen. Warte mal, geht's von hier oben? Ne, hier geht's ja bloß zum Endboss. Was ist da drüben eigentlich? Warum wird das hier abgesperrt? Ich wollte das Ding hier zerstören. Geht's hier irgendwo hin? Ja, Hallöchen. Nicht raten, ich darf das eine jetzt auch wieder. Ja, ich darf das eine wieder einsammeln. Okay. Weiter das Zeug suchen. Hier kommt man nicht durch, oder? Nee. Gut. Jetzt wird es gleich wieder abgespeichert, wenn man jetzt hier durchgeht. So. Tsk, speichern. Wollen wir da drüben nicht nochmal lang? Jetzt kommen die Hunde wieder. Warum bekommst du keinen Knockback-Köter, hä? Komm. Lass mich bloß in Ruhe mit deiner Lanze. Okay.
Danke. Was? Ach komm schon. Trifft mich dieser Random Shot. Ich bin nicht mal richtig konzentriert. Man merkt es mir vielleicht an und da gab's FPS-Drops, okay. Aber Hauptsache erstmal auf 27 FPS runter. Sorry, aber. Nochmal lasse ich mich von dir nicht treffen. Gut, okay, dich habe ich jetzt. Okay, jetzt locken wir dich hier mal vor. So. Bevor du irgendwas machen kannst. So, jetzt haben wir alles noch voll. Können wir die von hier oben abschießen? Nee, kann man nicht, ne? Ah. So. Könnt ihr mal bitte aufhören? Das gehört sich nicht. Okay, Leben haben wir noch. Wir haben bis jetzt bis 2 abgezogen. Dann komm her, Hundchen. Weg mit dir. Kann bitte einer hier hochkommen. Natürlich müssen gleich beide hochkommen. Leben habe ich noch. Ich darf noch immer getroffen werden. Okay. Danke. Oh, ich will dich haben. Danke. Okay, jetzt hat man schon mal 2 davon. Was? Was? Gott! Hat man so schön hingekriegt? Und dann nichts? Ja, ja, komm, leck, lass mich Ruhe. Ich bin ein Hund, ich muss nerven. Hallo, ich bin hier. Stress nicht. Wie gesagt, Stress nicht. Hätte mich ernsthaft noch erwischt, das kleine. Ich reg mich gerade auf. Das ist ja noch das Schlimme daran. Jetzt kommt der Typ auch noch. Geh weg. Shooting Star. Gott. Nee. Musste ich nur eine Heilung vergolden wegen die. Okay. Ach ja. Stimmt, ich dachte gerade, ich hab's aktiviert, aber ne, hatte ich wahrscheinlich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Wieder da hoch.
So. Was willst du jetzt noch, Obi-Wan? Gib mir das. Okay. Gehst du noch irgendwo rein? Wir müssen irgendwie darüber. Da drüben ist noch das, was wir noch nicht aktiviert haben. Und ja, es kommen wieder volle Folgen. Keine Angst. Keine Angst, Leute. Ich nehme heute, jetzt heute Abend noch ein bisschen was auf. Also ich will jetzt eine Folge hiervon aufnehmen. Ja, noch eine Folge das. Und dann versuche ich weiter den ersten Boss bei Dark Souls. Da habe ich jetzt ungefähr auch eine Lösung drin. Ne? Ich müsste jetzt eigentlich hier fast da sein. Irgendwo hier muss es hin. Oben vielleicht? Da ist es. Wie kommen wir zu dir? Also, ich meine, ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie ist, aber... Kommt man hier irgendwo... Oh, nein, da muss man irgendwo hoch. Ah! Also ich hoffe irgendwie, dass wenn ich das Zeug hier mache, dass ich eben halt vom... dass der Boss irgendwie schwächer wird oder... irgendwie sowas in der Art. Aber... schon alleine ist ja noch über zu Zeug rum, nicht irgendwie so viel Gegner. Kann ich wahrscheinlich auch irgendwas Schönes hier finden. Mal gucken, wo geht's hier lang? Ja, hier gibt's natürlich noch was. Zack. So, jetzt haben wir schon mal drei davon übrig. Oh Gott, das mir kommt das eher vor wie so ein Metroid oder also so ein ja, Metroidvania-Spiel oder wie man die Schönes nennt. Weil man hier mal alles irgendwie suchen muss. Also hier hinten gab's... Ach, da liegt ja auch noch eins. Wo spawn ich? Ein Glück. Ein motherfucking Glück. Junge, wie schnell stirbt man denn hier bitte schon? Also die Stacheln sind bis jetzt das, was mich am meisten stört. Muss ich ganz ernsthaft sagen. Hallo. So. Ich hab's immer nicht gemerkt, dass da Stacheln sind. Trotzdem scheinen wir noch genug Leben zu haben, also holen wir uns doch das da hinten wieder. Ach Gott. Ich habe gerade gedacht, die Stacheln wären wieder irgendwo anders gewesen, aber nein, die waren ja genau da. Ich bin so ein Honk. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal drei. Dann können wir schon mal den Movement verbessern. Kann man hier hinten lang? Ja, ja, das war mir doch schon irgendwo klar. Okay. Okay, das war mein letztes Heilpaket, sehe ich gerade. Bei mir fehlt hier irgendwie die Unverwundbarkeit beim Ausweichen. Achso, das Ding hat bloß angezeigt, dass ich mich mal heilen sollte. Natürlich beschützen hier wieder 10.000 Leute das Ding. Danke. Okay. Jetzt haben wir jetzt schon mal wieder ein... Ach, das ist ja bloß ein Aufzug. Wo führt er mich hin? Okay. Ah, das war vergraben. Hä? Oh, da war ein Gegner.
Hab ich gar nicht mitgekriegt. Dann mal austesten hier. Und das nächste Dreieck haben wir. Ups. Jetzt geh vor hoch. Hm? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Spitzes oder was Hartes gegessen habt? Und dann hängt euch dann mal so ein Stück zwischen die Zähne. Was dann die ganze Zeit immer so an der Zunge kratzt. Ah, ich habe vorhin so Ferrero-Küsschen gegessen. Sie sagt so nichts, das ist einfach bloß ein Grab. Ne, und da ist irgendwie ein Stück von der Nuss eben halt zwischen meinen Zähnen verhangen. Ich kratze gerade irgendwie. Also ein positives Hammer, wir haben schon mal eben so ein Ding. Negative ist, wir haben keine Heilung mehr. Kann das irgendwo ansehen? Ne, kann man nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Und wir suchen das letzte ist hier. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Ist ein bisschen näher dran. Vielleicht schaffe ich das ja auch noch in den letzten 4 Minuten, das Ding zu finden. Wenn nicht, nehme ich halt noch eine auf. Herrgott, nochmal. Hallo. So, jetzt will ich mal gucken. Hier drinnen waren wir ja schon mal. Ist irgendwo da. Du gehst nur nach oben. Und vielleicht ist es auch hier jetzt. Nee. Nee, hier ist es nicht. Hä? Ist das wirklich unterirdisch? Ich meine, wir haben bis jetzt eins oberirdisch gefunden. Scheint so, als ob es das in dem Raum ist. Wir sind jetzt hier. Sorry, was hat das jetzt gebracht? Ah, okay. Man kann sich also sozusagen aus den Dungeons austeleportieren. Komm, verbringen wir eben halt die letzten paar Minuten hier mal. Wir suchen das Ding in der nächsten Folge. Ich habe heute noch ein bisschen was vor mit aufnehmen. Also von daher, ich habe nicht großartig die Zeit, wenn ich um 12 ins Bett schon kurz vorm 11. Da gehen wir nochmal ein bisschen Zeug ausgeben und gehen wir hoch zum. Also ich will gerne das Movement-Spiel haben. Oh Gott. Sehr nice gemacht. Wenn ich in den Kreis drinne stehe, dann vibriert ein bisschen mein Gamepad. So, du hattest doch Movement Speed für mich, ne? Was heißt Movement Speed? Du hattest Abwehren. Also eine extra Combo. Ich will aber gerne mal ausweichen können. Die Combo nützt mir nichts, wenn es Angriff erhöht. Du hattest Movement Speed, ne? Ja, genau. Oder ein Schild für Schüsse beim Rollen. X und A. Da hätte. Also man hat entweder einen Angriff beim Rollen. Oder beim Ausweichen. Man hat ein Schild für Schüsse.
Oder wir haben einfach nur mehr. Ich würde sagen, ich mache lieber das Meer. Okay. What? Ah, wenn ich... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Also ich darf nicht einfach bloß spammen. Wenn ich bloß spamme, dann passiert eben halt das hier. Ist üblich, auch wenn ich es getimed mache. Ups. Nice. Sorry, das gefällt mir gerade so, dieses, dass man eben halt immer schneller wird. Ich wollte es gerade ein bisschen üben, deswegen. Ah. Das sehe ich jetzt gerade erst oben links die Leiste. Nice. Wenn man das. Also ich könnte mich jetzt auch schneller fortbewegen, wenn ich einfach. Und dann gegen Tonnen rassen. Doch, kann die Leute mal. Ich will mal gucken, wie schnell ich werden kann. Ich find's gerade spaßig. Gut, okay, dann reisen wir nochmal zu der Stelle zurück. Dahin nicht, sondern dahin. Und dann suchen wir dann in der nächsten Folge das letzte Überbleibsel von dieser schönen, von dem Viereck da. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen spaßig werden. Darum würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Ciao.